Sie wollen auf und davon. Birgit und Jürg Senn haben Kinder großgezogen. Jetzt ziehen sie los auf die Philippinen. Die Familie Fischer aus dem Aargau wünscht sich mehr Lebensqualität. Sie bricht auf in die Weite Kanadas. Vom Appenzell ans Mittelmeer. Monika und Bertan Usunjalila folgen ihrem Traum. Sie bauen ein kleines Hotel in der Türkei. İbrahim abi nasılsınız? Çok büyük. Im türkischen Alaçatı wollen Monika und Bertan einen Olivenbaum abholen. Steht unser Baum immer noch da? Ja, ist schön verkauft, Zettel drin. Oder ist es schon verkauft? Nein, nein. Denn ein Olivenbaum, so heißt es, bringe Glück. Ist etwas nicht okay? Alles okay, aber wir brauchen einen Traktor. Das ist unsere erste Pflanze, die wir gekauft haben. Ja. Unser Olivenbaum. Er ist über 30 Jahre alt. Und der Verkäufer hat uns auch gesagt, dass er Oliven sollte geben. Lassen wir uns überraschen. Komm, wir versuchen, einen Traktor zu organisieren. Der Gärtner hat die Größe des Olivenbaums unterschätzt. Der Olivenbaum wiegt schwer und lässt sich deshalb nicht einfach einpacken und wegkarren. Nur ein richtiger Traktor kann so viel Glück transportieren. In der letzten Folge von Auf und Davon kehrten Monika und Bertan von ihrer Einkaufstour zurück. Ihre Heimkehr feierten sie gebührend. Zum Wohl. Im fertigen Hotelrohbau konnten sie endlich mit dem Innenausbau beginnen. In Kanada schnitzten Annette und die Kinder Kürbisse für Halloween. Die Fischers fanden endlich ihr Traumhaus. Mega schön, mir gefällt's. Nach 2 Monaten auf dem Campingplatz zog die Familie auf ihren eigenen Grund und Boden. Im Jungle Beach Resort auf Palawan kam der Bau der Bungalows gut voran. Doch noch immer plagten Birgit Senn Schmerzen an Beinen und Füßen. Ich laufe wie ein Ämter, weil ich irgendwie nicht mehr abrollen kann. Monika und Bertan fahren vorerst ohne Olivenbaum zum Hotel zurück. Ein Traktor war nicht aufzutreiben. Ihr Olivenbaum und Glücksbringer muss nachgeliefert werden. Bei ihrem Hotel ist alles ruhig. Zu ruhig. Kein Baulärm stört die Idylle. Für die Schafe mag das gut sein. Für die künftigen Hoteliers jedoch ist's eine kleine Katastrophe. Ihr Hotel ist eigentlich fast fertig. Es fehlt nur noch das Terrassendach. Seit 2 Wochen warten Monika und Bertan auf den Zimmermann. Warte, warte, warte. In einem Monat schon beginnt die Sommersaison. Doch kurz vor dem Endspurt steht alles still. Unzählige Male hat Bertan den Zimmermann bereits angerufen. Immer wieder wurde er vertröstet. Soll ich jetzt den Kran für morgen organisieren? Erst am Abend. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Okay, ich rufe dich um 5 Uhr an. Der kommt sicher am Morgen. Nein, darum sagt er, Leute mir erst um 5 Uhr an. Ich kann ja jetzt schon sagen, dass er nicht kommt. Die stete Anspannung macht auch Monika wieder zur Raucherin. Ich werde sagen, ich komme und hole den Holz ab. Hätten wir schon lange sollen machen. Ja. Solange die Terrasse nicht fertig gebaut ist, so lange können die beiden wegen des Baudrecks die Gästezimmer nicht einrichten. Kommt hinzu, Bertan und Monika müssten selber bald ins Hotel einziehen. Hallo, Ahmed Abi. Hör mal, wenn du morgen nicht kommst, dann hole ich das Holz ab. Das Problem ist, in 2 Tagen muss das Haus fertig sein, weil wir dann einziehen müssen. Wir müssen aus der Mietwohnung raus. Verstehst du, was ich meine? Heute ist Mittwoch. Am Sonntag müssen wir unsere Mietwohnung verlassen. Wir müssen noch ein bisschen putzen, wir müssen unsere Sachen hier reinstellen. Wie soll das gehen?
Er soll endlich einmal kommen. Es ist echt mühsam. Die Terrasse ist seit zwei Wochen bereit. Wir warten nur auf ihn. Okay, ich erwarte deine Antwort. Ich erwarte deine Antwort. Die erste Nacht auf ihrem Land verbrachte die Familie Fischer noch im Camper. Muss ich dich über die Schwelle tragen? Heute erobern sie ihr Haus. Sie ziehen ein. Im Camper lebten sie auf 32 Quadratmetern. Ihr Traumhaus bietet 10-mal so viel Platz. Jetzt können sie wieder springen, Gott sei Dank. Annette ist noch ein wenig erschlagen von der Größe der Küche. Einen Container mit 170 Schachteln haben die Fischers nach Kanada verfrachtet. Ihr ganzes Hab und Gut aus dem aargauischen Staufen bekommt nun ein neues Plätzchen. Und mit jeder Schachtel, die ausgepackt wird, zieht ein Stück Heimat ein. Flasch, Koin, Koin. Katz. Hast du die Heizung noch angelassen? Habe ich, ja. Jetzt im Moment bin ich wirklich froh, können wir in ein fertiges Haus einziehen. Weil wir haben sonst immer noch so viel, was wir erledigen müssen, so viel Neues, das auf uns zukommt. Und dann hätte ich jetzt nicht noch die Energie, um irgendwie ein Haus zu renovieren und dann hier zu leben. Ja. Kurt bleibt nicht viel Zeit. Er muss auf Montage. Vorderhand ist er zufrieden, wenn die Zimmer mit dem Nötigsten eingerichtet sind. Achtung, Triobahn! Sicher, dass du hier in dem Kämmerchen hinten schlafen willst? Ja, da kommst du. Oh Gott. Ich habe nicht gewusst, dass ich so viel Ware habe. Jetzt bin ich gewöhnt an zwei Pfannen und eigentlich extrem spartanische Haushalt. Jetzt packe ich hier die Ware aus und habe das Gefühl, es ist völlig gestört. Das braucht man im Leben ja nie. Was ich hier habe, was ich hier mitgenommen habe, das ist krass. Ja, das ist so, aber deppig. Ich teste den gerade. Ah, Leute, jetzt sind wir wieder daheim. Komm, wieder. Gute Meite. Es gehört eigentlich nicht zu Jörg Sens Lieblingsbeschäftigung, mit der Hündin China zu spielen. Komm. Doch er hat keine Wahl. Birgit, die sich sonst stundenlang um die Tiere kümmert, ist weg. Sie ist in die Schweiz geflogen, um sich einem Gesundheitscheck zu unterziehen. Macht sich dann auch gleich Sorgen, oder? Ich meine, was machst du? Endlich nimmst du dir die Zeit und gehst in die Philippinen zusammen. Und dann ein halbes Jahr später ist bei mir ein Bike gelernt. Das ist ja nicht das, was du unbedingt willst, wenn du schon dein Leben umgestaltest. Seit Wochen leidet seine Frau unter Schmerzen an Beinen und Füßen. In ihrer Heimat in Zürich will Birgit Senn nun endlich erfahren, was mit ihren Beinen und Füßen los ist. Das Gehen fällt ihr schwer.
und sie hat sichtlich abgenommen. Ich weiß auch nicht, was es ist. Das habe ich vor 4 Wochen angefangen. Das ist einfach wirklich ein Gefühl dabei. Und dann schleppe ich die so nach. Und jetzt bin ich auch 4-mal umgekehrt. Total blutet ich neu. Und jetzt kann ich da in der Schweiz das mal abchecken lassen. Es ist einfach, ja. Ich musste jetzt gehen und China ist krank. Die hat jetzt gerade 2-3 Tage nichts gegessen und ist total schlecht dran. Und beim AFP bin ich mir auch nicht so sicher, ob jetzt der auf seine Kosten kommt. Ja, so ein bisschen, man hat jetzt dort so Wurzeln und die heben einen auch grausam. Also nach 2 Monaten wäre mir das nicht passiert, dann wäre ich da Luftsprünge machend angekommen und denke, das ist Gott, Gott sei Dank wieder zurück in die Zivilisation. Aber heute so und alle Arbeit so, ja, wie will Mission nehmen? Kommen Sie zurück? Und ja, natürlich komme ich zurück. Und, das finde ich auch lässig. Vorerst steht die ärztliche Untersuchung an. Nach wochenlangem Leiden will Birgit Klarheit haben. In Alacate neigt sich der Tag langsam dem Ende zu. Touristen genießen die laue Frühlingsluft. Die Marktbesucher gehen nach Hause. Und auch die Bauarbeiter haben Feierabend. Nur die künftigen Hoteliers gönnen sich keine Ruhe. Sie streichen ihre Gartenbar. Noch immer warten sie auf die Lieferung des Terrassenbalkens. Bertan ist sauer. Eigentlich momentan macht es keinen Spaß. Aber ich finde es auch noch gut, trotz der Schwierigkeiten, die wir hatten. Und Meinungsverschiedenheiten, manchmal auch Streitereien, sind wir irgendwie doch noch ein bisschen näher zusammengekommen. Das hat einen Vorteil. Weil du musst zusammenheben, sonst funktioniert so etwas nicht. Die beiden arbeiten bis tief in die Nacht hinein. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis die ersten Gäste kommen. In den frühen Morgenstunden sind die beiden Auswanderer bereits wieder am Malen. Trotz wenig Schlaf ist Bertan frohen Mutes. Heute sollte unser Dachmann vorbeikommen, für unseren Verandadach zu machen. Wie er es gestern zu mir versprochen hat. Am Mittag sollte er da sein. Wie geht's, Klini? Oh, das ist extrem. Ja. Mein Nacken. Kolay gelsin Ahmet Usta. 15 dakika sonra buradasınız. Tamam, peki Ahmet abiciğim. Tamam. Tamam abi. Görüşmek üzere. Hadi sağ ol. Der ist unterwegs. In 15 Was Minuten. Für ein Wunder. Ist er da. In 15 Minuten sind die da. Kaum hat Bertan den Anruf beendet, steht der Kran auch schon vor dem Hotel. Der Kranführer hieft den tonnenschweren Balken über die Gartenmauer. Olivenbaum! Olivenbaum ist da! Mit dem Balken kehrt auch das Glück ein. 5 Männer braucht es, um den Olivenbaum in den Garten zu wuchten. Es ist wirklich gut geworden. Jetzt bin ich ein bisschen wieder motiviert. Bin ich wieder im Element, werde ich sagen. Bin nicht so traurig. Die machen Lärm, das ist auch gut. Dann hört man, dass sie arbeiten. Wir gehen schauen, was es zu schauen gibt. Die Familie Fischer erkundet ihr Grundstück. 2 Hektaren Land gehören ihnen ganz alleine.
2 Hektar Land, die genutzt werden wollen. Was soll ich sagen? Wir haben ja daheim auch schon einen Garten mit Land. Von dem her ist es nicht so komisch. Also. Mir ist noch nicht so klar, was wir jetzt hier machen. Denn eben hier, die Vorbesitzer haben Ross gehabt, die mussten sie nicht mähen. Irgendetwas muss man ja hier schon machen. Und logischerweise ist es jetzt eine grosse Fläche für meinen Gemüsegarten. Und ich habe natürlich noch nie 2 Hektare müssen, so in dem Sinn bewirtschaften. Oder? Und was mir eben auch bewusst ist, der Kurt hat einen 100% Job. Das heisst, hier daheim bin ich am machen. Ja. Kannst du durchschauen? Das ist etwas? Ja. Nein. Das weiss ich nicht. Wo ist der Spaltstock? Steht der hier? Also, komm. Achtung. Wahrscheinlich alles ganz trocken. Das ist schon schön. Wenn man jetzt wieder denkt, hier neben aussen zu sein und die Ruhe. Man hört hier nichts. Man hört hier einfach nichts. Aber weißt du, was wir jetzt müssen? Hier die Brötchen stecken und parat machen. Hm? In den Heimen, he? Ohne. Wenn wir bis auf Kanada gegangen und machen wir gleich das Gleiche, was wir daheim machen. Servola-Brötchen in Kanada. Wer hätte das gedacht? Das ist eben nicht, das ist die Mischung, die es ausmacht. Ja. Bittere Zutat in der tollen Mischung. Kurt muss noch gleichen Tags abreisen. Er geht für eine Woche auf Montage. Tschüss. Tschüss. Ja. Viel Spaß, hätte ich gesagt, Beat. Mit seinem Schweizer Chef Beat Schwaller und 2 Arbeitskollegen fährt Kurt 400 Kilometer in den Süden. Am Shuswap Lake werden 4 Männer ein Blockhaus aufrichten. Ja, ist jetzt das erste Mal für mich. Also nicht den Dachstuhl aufrichten, aber ein Blockhaus. Und ich bin da schon noch gespannt, wie das zu und her geht. Ja. Das ist wirklich Neuland für mich. Ja, für die Kleinen ist das auch etwas Neues. Ja, ja. Wenn sie die nicht haben für eine Woche oder so. Ja. Heute haben wir schon die ersten Servola-Brötchen für uns. Ja. Ja. Birgit ist auf dem Weg zum Orthopädisten. Noch immer hat sie einen unsicheren Gang. Doch sie ist erleichtert. Nach einer gründlichen Untersuchung im Spital hat ihr Leiden einen Namen. Birgit hat einen Fallfuß. Bei einem Fallfuß ist der Nerv beschädigt, welcher für das Heben des Fußes zuständig ist. So. Es kommt zu Lähmungserscheinungen. Ein normaler Gang ist nicht mehr möglich. Ja, das Ballon habe ich das jetzt nicht unbedingt abklären lassen. Ja, und jetzt haben sie festgestellt, eben so lähmig in beiden Unterschenkel. Eben, ich kann einfach diese Bewegung, also jetzt geht es eben schon wieder, nicht mehr machen. Und dann bin ich immer bei meinen eigenen Füßen hineingefallen. Und jetzt haben sie da gesagt, ich müsse da so Schiene machen lassen, damit der Fuß im rechten Winkel steht und eben nicht immer, dass ich über die Füße hineingefallen. Das ist jetzt eigentlich, darum bin ich jetzt da. Ja. Warum? Ja. Die Frau Gautschi, die Pascal kommt auch gerade, die näht noch zu Ende. Das Einfachste wäre die einfache Plastikschiene. So sieht das aus. Relativ einfach. Ja, und gar nicht so stabil. Richtig. Die Schiene soll Birgit beim Gehen helfen und sie vor Stürzen bewahren. Sie muss getragen werden, bis sich der Nerv wieder regeneriert hat. Wie lange das dauern wird, ist ungewiss. Mal
Das müssen wir noch kürzen. Darf ich ein Umfangsmaß nehmen, zeige ich Ihnen direkt noch die Bandage. Ja. Also, ich nehme nur kurz ein Umfangsmaß. Und das reicht auch schon. Zur Stütze des rechten Fußes genügt eine Bandage. An diesem Fuß hat sich der beschädigte Nerv bereits wieder ein wenig erholt. Ich nehme ja seit dem letzten Dienstag nehme ich Vitamin B, den ganzen Komplex, oder? Und es ist also merklich. Ich kann eben den schon wieder heben, oder? Mhm. Und ja. Auf dieser also, Seite sind Prognosen ähnlich, oder? Ich habe keine Prognose. Ja. Ich habe keine Prognose. Ich habe einfach einmal eine Diagnose. Ja. Ohne also, Prognose. Die Frau Senn hat sehr, sehr stark Gewicht reduziert. Mhm. Was sagten Sie, in 5 Monaten wie viel Kilo? 46. Das okay. Ist extrem. Das hat mir eben meine Ärztin auch gesagt. Also aus dem Grund könnte das auch passieren, dass man dann unterversorgt ist mit gewissen Mineralien, Vitaminen, x etwas. Anorektische Leute haben das auch. Aber ich finde mich nicht anorektisch. Aber darf ich mal fragen, wie Sie das gemacht haben? Ja. Absichtlich? Ich habe mich ins Spital gelegt und gesagt, macht mir einen Magen-Bypass. Okay. Okay. Ja, so. Man sieht auch nichts, ne? Nein, das ich bin also voll, ich bin voll gesund. Wie weit sich Birgits Nerven wieder regenerieren, wird sich weisen. Sicher ist, Birgit hat, als sie sich den Magen-Bypass legen ließ, mögliche Nebenwirkungen unterschätzt. Nach einer solchen Operation ist eine ausgewogene Ernährung besonders wichtig. Bei Birgit traten fatale Mangelerscheinungen auf. Ihre Hoffnung sind nun Vitaminpräparate. Nur wenn diese helfen, kann sie die Schiene wieder abnehmen. Es ist lärmig auf dem Bau. Was für Bert dann wie Musik in den Ohren klingt, ist für den Schafhirten und seine Tiere nur Krach. Sie ziehen ab. Jetzt, wo das Terrassendach steht, können Monika und Bertan endlich die Zimmer einrichten. Monika bringt die ausgewählte Bettwäsche ins Hotel, sowie erste Einrichtungsgegenstände, wie Lampen und Wohnaccessoires. Dinge, die ihr Hotel einzigartig machen sollen. Kaum hat Monika mit dem Einrichten der Zimmer begonnen, zieht weiteres Unheil auf. Vor Bertans Augen. Ein Wasserrohr ist geborsten, direkt vor der Hoteltüre. Oh mein Gott, ist ja unglaublich. Wir gehen jetzt zum Aufmachen, wahrscheinlich irgendwo eine Leitung abgeknackt. Wieder muss Monika warten. Und diese Warterei erträgt sie kaum mehr. Sollte ich Führerschein machen und dann passieren so komische Sachen. Doch wann immer einen der beiden Auswanderer die Kraft zu verlassen droht, übernimmt automatisch der andere das Zepter. Bertan bleibt gelassen und im Handumdrehen ist der Schaden behoben. Bleibt noch ihr Olivenbaum. Dieser soll nun in ihrem Garten heimisch werden. Und tiefe Wurzeln schlagen. Eigentlich, du solltest auch ein bisschen heben. Ich bin Frau. Ich habe heute Morgen genug gelupft. Ich habe das ganze Auto gefühlt. Wir sind immer gleich mit den Männern, aber wenn es um schwere Sachen geht. Stopp. Ich habe heute Morgen ein ganzes Auto gefüllt mit Lavabo, Handtücher, ich habe auch ganz viele Sachen erledigt. Das ist der erste Baum. Genau. Kannst du dem Pastor Wasser geben? Im Jungle Beach Resort auf den Philippinen wird ebenfalls im Garten gearbeitet. Ein großer Teil des Geländes wurde neu bepflanzt. Die jungen Pflanzen benötigen täglich viel Wasser. Chichili, was hast du auch? Hä?
It's maybe a little bit too strong now. Der Kaffee ist vielleicht zu stark. Jetzt hier. Jörg scheint zufrieden. Noch ist Birgit zwar in der Schweiz, doch es geht ihr täglich besser. Ja. Oh, thank you. So kann sich Jörg getrost um das weitere Gedeihen des Resorts kümmern. Jetzt hatten wir eigentlich Regenzeit. Aber seit wir hier die Pflanzen angesehen haben, regnet es nicht mehr. Wenn die Sens einst Gäste haben, dann werden sie noch mehr Wasser brauchen. Und genau das könnte zu Schwierigkeiten führen. Be careful with your knife. Pass auf mit dem Messer. Heute will sich Jörg diesem Problem annehmen. Mit der Angestellten Desiree möchte er zur Quelle vorstoßen. Zur Blue Lagoon. Die Blue Lagoon versorgt den Parangai, auf Deutsch die Gemeinde, mit Wasser. Da die Gemeindemitglieder sich nicht gerne von Fremden das Wasser abgraben lassen, hat der Bezirkschef den Sens einen Handel vorgeschlagen. Dieser marode Schlauch führt das Wasser von der Quelle zu den Häusern. Sie haben mich gefragt, ob, wenn wir schon so viel Wasser abzapfen tun, ob ich würde den Schlauch zahlen, 450 Meter neuen Schlauch zum Ersetzen vom alten, damit der Barangay und wir wieder alt genug Wasserdruck haben. Und jetzt will ich mal schauen, um was es sich eigentlich handelt. Der Weg führt Jörg tiefer in den Dschungel zu einer kleinen Siedlung. We know us, eh? Hello. Das ist die Großmutter von deinem Angestellten Renante. Ah, the new year. Schau, das ist ein Kaffeebaum. Sie werden die davon bringen. Ah, oh, ist Kaffee? Ja. They are taking it now for you. Oh, that's great. Das sind jetzt eben die Lagune, die schöne. Blue Lagoon, also grün, braun Lagoon. Nein, jetzt ist Blue Lagoon. Also aus dem Fluss raus wird das ganze Wasser gefasst. Für den ganzen Barangay. Das ist Quellwasser. Also, das ist problemlos zum Trinken. Also, ich habe hier auch keinen Durchfall. Ob die Sens neue Schläuche finanzieren werden, das will Jörg zuerst mit Birgit besprechen. Kilometer von seiner Familie entfernt, baut Kurt Fischer am Shuswap Lake sein erstes Blockhaus. Schon schön, wenn wir das Haus aufstellen. Noch schöner wäre es natürlich, da drinnen zu wohnen, aber zum Aufstellen ist es auch schon schön. In nur 10 Tagen richtet Kurt mit seinen Kollegen das riesige Blockhaus auf. Quadratmeter Wohnfläche soll es einst bieten. You guys put the soap on this one. Und während Kurt mit Muskelkraft und dem 20 Kilogramm schweren sogenannten Pounder einen massiven Schwalbenschwanzpfosten in die richtige Position schlägt, müht sich Annette mit einem einfachen, aber sperrigen Regal aus Sperrholz ab. Oh, crap. Okay, ein Stock. Jetzt geht's einfach. Oh, Scheiße. Vorne wollen wir schauen, ob der Tumbler geht. Also komm. Ich bin noch nicht so überzogen. Oh Gott. Von diesen
keine unbedingt Wäschehänke. Aber jetzt hier habe ich jetzt einen und jetzt ist es minus 7 Grad für uns. Und darum ist es jetzt nicht das Erste, was ich organisiere, einen Wäschehänke aufhänge. Aber ich will dann so einen, den man so kann. Mit einem Rädchen zu einem Baum über irgendwo, so wie in Italien über die Strasse. Das will ich hier im Garten, das kann ich hier stehen. Und ja. Jetzt gehen wir den Pölz holen. Dann gehen wir dann noch etwas raus. Schau mal, wie das schön ist. Das ist schon mega schön. Es kommt einem noch vor wie der Ferien. Du schaust zu einer Hütte und schaust raus. Und ja, ist schön. Aber dass das an uns gehört. Von da ist es mir noch viel zu ungewohnt. Das habe ich wirklich noch nicht gecheckt. Mit dem Taxi unterwegs zum Flughafen von Manila. Endlich kann Jörg seine Birgit abholen. Go, go, go. Jörg ist glücklich, dass es seiner Frau besser geht. Sonst wäre es eine Katastrophe gewesen. Das wäre ja schlimm gewesen. Wenn sie dann da müsste, da am Strand entlang hinken und jetzt es geht auch. Da fährst du irgendwie ein neues Leben an und dann haut das Schicksal einen Rücken. Aber positiv denken. Achtung! Achtung! Ja, hast du wahrscheinlich auf den 30 Kilo. Ja, 29, das sind 6 zu viel. 6 Kilo zu viel. Mit der Fußschiene ist Birgits Gang wieder sicher und geschmeidig. In Kanada am Shuswap Lake hat es zu schneien begonnen. Schon ein paar wenige Schneeflocken sind ein Problem. Frieren sie ein, werden sie zu gefährlichem Eis. Mit einem Heißlufttrockner soll dies verhindert werden. Doch rutschig bleiben die Balken allemal. Nein, heute nicht. Ist schon noch gefährlich, ja. Schon noch gefährlich. Du musst grausam aufpassen, wenn es nass ist. Gell? Aber man weiss es und dann nimmt man sich Zeit. Tut ein bisschen weniger joffeln vielleicht. Gerade mal 4 Arbeiter bauen das Blockhaus auf. Die Arbeitstage sind lang. Manchmal schuftet Kurt 15 Stunden. Doch immerhin kann Kurt nun als Angestellter zum ersten Mal Überzeit kompensieren. In einem Haus gleich neben der Baustelle gelegen sind die Arbeiter untergebracht. Die Kumpels kochen und essen zusammen. Der einst selbstständige Zimmermann Kurt ist nun Teil eines Teams. Ja, ist schon anders. Vor allem, wenn man so einen Boss hat, der so einen Drive getroffen hat. Ich meine, viele denken, ja, es sei ein Schleck da einen, und das ist eben nicht gerade so. Also eigentlich ist es so, dass man viel mehr arbeitet, viel härter arbeitet da einen, viel längere Stunden und so. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Sicher ist es eine Umstellung, ja. Aber es ist gut. Es ist gut. Also ich glaube, es passt auch im Team. Und wenn das klappt, dann geht die Arbeit einfacher. Ja. Legst du uns noch Strom? Nein. Was, kein Strom? Wir schlafen doch hier. Dann machen wir es uns romantisch. Ja, mit Kerzenlicht. Kein Strom, kein Wasser. Wie romantisch. Romantik. Ai, buona ja. Ich mache den Staubsauger mindestens ja. Zusammen, okay? Du bist hier. Weg der Lampe. Mittlerweile beunruhigen Monika weder der Mangel an Wasser noch der fehlende Strom.
denn der Bau des Hotels neigt sich dem Ende zu. Die Stimmung ist gelöst. Ach, mit Senichajor. Ja, ich packe mal los. Der ersten Nacht in ihrem neuen Zuhause steht nichts mehr im Weg. Monika bereitet ihr Zimmer vor. Alles, was schön ist, ist schwierig zu pflegen. Aber das ist nur das erste Mal, weil alles so voll ist mit Staub. Anfänglich wurde Monika als Frau auf dem Bau oft belächelt. Mittlerweile hat sie sich Respekt verschafft. Und die Arbeiter akzeptieren sie. Rüsa, wann gehst du? Ich warte auf Bertan. Wann kommt er? In einer halben Stunde. Dem Olivenbaum muss man noch Wasser geben. Einmal pro Tag, haben sie gesagt. Ich habe ihm am Morgen 2 Eimer Wasser gegeben. Danke. Du bist unser bester Mitarbeiter. Wie sie im Ende just das End sind. Er denkt alles. Er ist so zuverlässig, ihm ist nichts zu viel, er ist immer gut aufgelegt. So machen wir suchen. Er ist wirklich goldig. Er schließt jetzt gerade noch das Wasser an. Duschen können wir auch, aber nur kalt. Also die Decke schließt sich super schön langsam, da kann ihm kaputt gehen. Oh. Ja, da brudelt es schon, da kommt das Wasser schon. Nein, ich denke, das ist gut so. Tipptopp, das müssen wir dann noch nicht putzen. Nach 8 Monaten Bauzeit steht das Hotel. In wenigen Wochen übernachten hier die ersten Gäste. Wieder in ihrer neuen Heimat auf Palawan angekommen, wagt Birgit etwas, auf das sie lange verzichten musste. Sie geht schnorcheln. Jürg verfolgt das Ganze vom Ufer aus. Ha! Während Hündin China die Gelegenheit zum Spielen nutzen will. Dieser Moment muss festgehalten werden. Ja, hammerfroh bin ich. Also ich meine, es wäre jetzt ja ein bisschen früh, dass wir irgendwie schon mit Hilfsmitteln gehen. Und ich meine, da am Strand ist natürlich total mühsam, wenn du nicht trittsicher bist. Du gehst ja bei jedem Stein und bei jeder Muschel um, oder? Und das war ja vorher so gewesen. Und jetzt kann ich mich wieder frei bewegen und kann auch wieder, ich kann auch nicht mehr recht können, die Losse bewegen. Das war ganz verrückt gewesen. Es hat einfach, eben die eine Bewegung ist schon nicht gegangen. Und jetzt ist aber wieder gut. Yeah! Mal schauen, ob das geht. Wow, Bohnen ist gleich. Hier, zaubert. Dem 4-jährigen Töchterchen kann die Mutter noch etwas vormachen. Sich selber nicht. Annette will sich versichern, dass ihr Sohn Poili gut nach Hause kommt. Heute fährt er zum ersten Mal alleine mit dem Schulbus. Mit Christin fährt Annette deshalb zur Schule, um zu schauen, dass Poili in den richtigen Bus einsteigt. Dennoch spricht der kleine Junge kaum Englisch. Hey, Paul! Ich glaube, der da ist es. Gerade der. Ja, komm, ich frage. Hey, Paul, warte schnell. Wo ist der Driver? Wo ist die Fahrerin? Ist sie nicht hier? She's not here? Yeah. Paul, komm schnell noch eins raus. Besser gut, komm noch mal raus. Also, warte, weißt du. Ah, sind Sie die Busfahrerin? Das ist Paul. Ah,
The English Place. Er muss beim English Place aussteigen. Okay, kein Problem. Er weiß wohl nicht, wo er aussteigen muss. Können Sie es ihm sagen? Ja, kein Problem. Okay, awesome. Also, tschüss, Paul, bis nachher. Hi. Oh, yeah, you oh, hallo, du passt auf ihn auf. Ja, großartig. Awesome. Er hat sich so gefreut auf den Bus. Das ist das Beste von der ganzen Schule, glaube ich. Und endlich kann er in den Bus. Und ich bin so froh, ist er so, oder? Weil nur ich bin die, die ein Problem hat. Nicht meine Kinder eigentlich. Und er wird jetzt wirklich richtig Kanadier mit so einem Schulbus. Das ist da, wo dazugehört, oder? Und weil wir sagen, wir gehen mit unseren Kindern auf Kanada, muss ich sagen, sie dürfen Kanadier werden. Oder? Das gehört einfach dazu, ist gut. Das ist doch cool. Um sicherzugehen, dass auf Paulis Weg zum richtigen Kanadier nichts schiefläuft, fährt Annette mit dem Auto hinter dem Bus her. Ja, wir fahren hinten nachher. Ja. Der Bus ist schneller. Ja, schau, jetzt haltet er an. Schau, jetzt fährt es an. Blinken wie verrückt. Ah, schau, da ist Carly. Bohne. Ja. Mit dem Trägertisch. Jetzt geht der Pöls auch hier raus. Das ist noch nicht richtig. Let's see what's happening. He didn't see me yet. Ah, oh. Oh, er hat mich gesehen. Paul, kannst du noch mal einsteigen? Du bist früh ausgestiegen. Kannst du noch mal einsteigen? Geh noch mal vor. Bist du früh ausgestiegen? Komm, komm. Ich fahre da hinten nachher. Ich versuchte, ihn zurückzuhalten. Ja, er hat es falsch im Kopf. So, hast du noch mal rein? Und beim English Place musst du aussteigen. Thank you. Noch einmal gut gegangen. Doch was, wenn die Mutter nicht mehr dabei ist? In der nächsten und letzten Folge von Auf und Davon kommt Pauli in der Schule nicht an. Good morning. Guten Morgen. Haben Sie Paul gesehen? Haben Sie Paul gesehen? Ich weiß nicht, wo er ist. Obwohl das Hotel in Alachate noch nicht eröffnet ist, wollen schon erste Gäste ein Zimmer mieten. Es ist fast ein bisschen schnell gegangen. Ich denke, das ist schon die erste Kümmer. Wir sind hier malen mit diesen grusigen Hudeln. Währenddessen ist auf Palawan das Resort bereits ausgebucht. Die Sens ziehen um und überlassen ihren eigenen Bungalow den Gästen. Beim Packen entdeckt Birgit im Schrank Spuren von Mäusen. Dafür können jetzt die Mäuse Englisch, sie haben den Diktionär angefressen. Auf der Suche für ein neues Aber dein Handy hast du in der Tasche, weißt du?